Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Benjamin an. Dieser hat über die 1 Cent pro Klick Formel geschrieben, welche er mit 4,7 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Facebook Ads günstig schalten. Das E-Book, die 1 Cent pro Klick Formel von Björn Tantau, zeigt, wie man seine Facebook-Werbung kosteneffektiv einsetzen kann, nämlich genau 1 Cent pro Klick. Auf über 160 Seiten wird Schritt für Schritt erklärt, wie man die Klickpreise für Facebook-Anzeigen bis auf einen einzigen Cent herunterschrauben kann. Björn Tantau, der Facebook-Experte. Björn Tantau ist seit 15 Jahren im Online-Marketing unterwegs und seit ca. 10 Jahren beschäftigt er sich mit dem Marketing speziell auf Facebook. Er ist sehr gefragt als Redner und gibt diverse Workshops und Seminare. Außerdem betreut er die Firmenpräsenz unterschiedlicher Unternehmen auf Facebook. 2012 hat er auch ein Buch über die Google Plus veröffentlicht, wie man dort Reichweite gewinnt und erfolgreiches Marketing betreibt. Sein neuestes Werk ist zurzeit die Traffic-Bibel, welche zeigt, wie man mehr Besucher auf eine Webseite, Online-Shop oder Blog lockt. Immer wieder wird er als Facebook- bzw. Social-Media-Experte von den verschiedenen Medien angefragt und um seine Meinung gebeten, darunter auch schon das ARD. Der Inhalt des E-Books. In der 1 Cent pro Klick-Formel wird nicht nur gezeigt, was der Name verspricht, sondern noch viel mehr. Es wird zum Beispiel auch erklärt, wie man mit Facebook Pixel, Custom Audiences und Lookalike Audiences richtig umgeht, um so die perfekte und lukrativste Zielgruppe zu erschaffen. Wenn man Facebook-Anzeigen aufgibt und dort die falsche Zielgruppenauswahl getroffen hat, so kann eine Anzeige nur wenig Erfolg bringen und im Endeffekt nur Geld kosten, anstatt Geld einzubringen. Daher ist die richtige Wahl der Zielgruppe mit der wichtigste Schritt im gesamten Facebook-Marketing. Mit dem Facebook Pixel kann man sehen, was die Besucher auf der Seite für Handlungen ausgeführt haben. Dieses Wissen kann man nutzen, um die Zielgruppen zu messen und zu analysieren, um sie anschließend zu optimieren. Bei Lookalike Audiences geht es um eine Zielgruppe, die der ursprünglichen Zielgruppe ähnelt, um so insgesamt mehr Personen zu erreichen. Die Custom Audience besteht aus den Personen, die in die Zielgruppe passen, und Facebook bietet hier eine Option an, dass diese Personen auch entsprechend gefunden werden und als Zielperson erfasst werden können. Das E-Book verrät also, wie man das Wissen dieser drei hilfreichen Facebook-Futures so kombiniert, dass der Traffic auf der eigenen Seite entsprechend hoch ist. Denn neben dem Versprechen 1 Cent pro Klick wird Björn Tantau mit einem weiteren, genauso wichtigen Versprechen. 20% oder mehr Klickrate für die Beiträge bzw. Anzeigen auf Facebook. Das E-Book enthüllt, welche Bilder und Texte für deine Facebook-Ad am besten funktionieren und wie du dein Retargeting mit dem Facebook-Pixel perfektionierst. Für wen lohnt sich das E-Book? Das ist vor allem interessant für Menschen, die über Facebook Geld verdienen möchten. Dies könnte zum Beispiel für Affiliate-Programme eine große Rolle spielen, da Facebook dort meistens die beste Möglichkeit darstellt, um an gute Kontakte zu kommen. Aber auch für Leute, die ein eigenes Produkt vermarkten und verkaufen möchten, oder auch für sogenannte Fanpages, die einfach mehr Follower brauchen, oder für Unternehmen, die ihre Reichweite vergrößern wollen. Im Prinzip kann hier jeder etwas lernen, der im Internet eine Präsenz aufbauen will, um diese gewinnbringend nutzen zu können. Kosten und Bestellprozess. Das E-Book, die 1 Cent pro Klick-Formel, umfasst 166 Seiten und ist für 39,90 € zu haben. Sobald man auf Jetzt bestellen auf der Homepage von Björn Tantau klickt, so wird man zum Digistore 24 weitergeleitet, die den kompletten Bestellprozess übernehmen und abwickeln. Bezahlen kann man hier über die normale Banküberweisung, PayPal, Visa und Mastercard. Falls man unzufrieden sein sollte, reicht eine E-Mail und man kann die 30 Tage Geld-Zurück-Garantie beanspruchen. Nachdem man den Kaufvorgang erfolgreich abgeschlossen hat, steht einem das E-Book als Download zur Verfügung und man kann es sich auch für mehrere Geräte herunterladen, sodass man es jederzeit dabei hat. Was hat mir die 1 Cent pro Klick-Formel gebracht? Ich habe mich nun schon etwas länger mit Facebook beschäftigt und mir mehrere Tutorials und ähnliches angesehen, wie man Anzeigen und Werbung zielgerichtet und effektiv schalten kann. Daher war mir das gesamte Thema nicht komplett fremd. Gekauft habe ich dieses E-Book, weil mir die teils unverschämt hohen Klickpreise nicht gerechtfertigt schienen. Manche Kampagnen, die ich geschaltet habe, haben mir unter dem Strich mehr Geld abgenommen als eingebracht. Das war natürlich überhaupt nicht Sinn der Sache, denn ich wollte ja verdienen, mein Produkt unter Leute bringen und nicht noch mehr investieren, als ich eh schon getan habe. Also habe ich mich nach Wegen umgesehen, wie man trotzdem auf Facebook Werbung machen kann, aber dies noch in einem preislich angemessenen Rahmen. Für mich war von vornherein klar, dass ich auf Facebook bleiben wollte, weil ich genau weiß, dass hier das Geld liegt. Hier treiben sich die Leute rum, teilen Inhalte und lassen sich zum Kauf verführen. Genau hier ist meine Zielgruppe, die ich erreichen will. Allzu viel findet man dazu noch nicht im Internet, bis ich eben auf die Webseite von Björn Tantau gestoßen bin. Seine zahlreichen Referenzen im Fernsehen und Internet haben den Mann authentisch gemacht, so als würde ich wirklich etwas von ihm lernen können. Und mein Eindruck sollte später auch bestätigt werden.
Ich kann sagen, dass er seine Versprechen gehalten hat. Den Klickpreis kann man wirklich auf einen Cent drücken. Durch die Ersparnisse, die ich jetzt habe, kann ich das gleiche Geld, was ich zuvor eingesetzt habe, für mehr Anzeigen benutzen. Mit der Anleitung, den zugefügten Screenshots und Praxisbeispielen ist es mir nicht nur gelungen, weniger Geld auszugeben, sondern auch die Kampagnen wirksamer zu machen. Selbst bei der Zielgruppenerstellung konnte ich noch einige Tipps mitnehmen. Das heißt, meine Werbung kommt jetzt auch genau da an, wo sie sein muss und das für weniger Geld. Die Klickrate, also wie oft meine Beiträge geklickt werden, liegt immer konstant um 20% rum. Meine Beitragsreichweite ist deutlich angestiegen und damit auch die letztendlich die Verkäufe meines Produktes. Meine 1 Cent pro Klick Formel Review. Von mir eine ganz klare Empfehlung. Es werden keine leeren Versprechungen gemacht, es ist für Anfänger geeignet, denn die benutzte Sprache ist kein Gewirr aus technischer Fachterminologie. Man kann leicht folgen, denn alle Schritte werden stets veranschaulicht. Auch Leute, die sich schon mit Facebook-Marketing auskennen, können hier einen Blick riskieren. Die Methoden, die gelehrt werden, können einem echtes Geld sparen und die Gewinne maximieren. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben, und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.